Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi Genesis Gib mir 1000 Tage Solo Let's Plays hier auf meinem Channel. Ich bin sterbenshyped, was hier uns alles erwarten wird auf dem Fishman Island Arc Nummer 2, ne? Martial Arts Training aus der Hölle. Ich bin anders ready, muss ich euch ehrlich sagen. Eventuell würde sich es hier lohnen, nochmal ein richtiges Bett aufzubauen, oder? Einfach Recovery Rate mal 8 wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Warum sind hier denn Plünderer? Das ist ganz schlecht. Die sollen sich verziehen. Die sollen nicht unseren, ne, Grind stören letzten Endes. Das wäre ganz schlecht. Vielleicht muss ich die Plünderer rausnehmen. Naja, vielleicht muss ich die tatsächlich rausnehmen. Die machen uns hier unsere Geschichte kaputt, ne? Die machen uns unseren Grind strittig. Ja, wir heilen hier schon extrem langsam mit mal 4. Wäre mal 8 schon geiler. Für ein Bett bräuchten wir allerdings natürlich auch noch eine Unterkunft. Ja. Sprich, wir bräuchten 6 Baumaterial wieder, ne? Und 4 Stoffe. Ja, das wäre wichtig eigentlich, oder? Nest of Gurglers wurde ausgelöscht. Ja, das ist halt super ass. Hier, komm, wir hauen die weg. Das ist jetzt einfach scheiß. Wir brauchen die Plünderer hier nicht. So, hier, hau die mal weg, Whisper. Genau, entwaffne die mal. Die sollen nicht nerven. Was haben die denn hier? Menbu. Metallplatte. Hä? Ist ja crazy. Strawhead with Mask. Okay, wild. Ja, wir entwaffnen die, dann haben die, glaube ich, schon eher weniger Chance, ne? Okay, und jetzt schlagen wir uns mit einer Krabbe, wie es aussieht. Können wir ja mal gucken gegen eine einzelne. Naja, saurer Regen nicht gut. Ist okay, Whisper ist okay. Ah, der saure Regen ist auch das Problem, weshalb wir nicht gut heilen. Ja, da müssen wir einfach nachher gleich mal was gegen den sauren Regen machen. Uns einfach hier gewissermaßen... Ja, deswegen hat das so ewig gedauert, weil wir quasi gegen den sauren Regen angeheilt haben. Okay. Gut zu wissen natürlich. So, wo sind jetzt noch mehr von den Söldnern unterwegs, die nerven? Stin, Plünderer. Ja, grundlos angreifen, komm. Du nervst. Ihr müsst weg. Ihr seid nervig und wir können das hier nicht vertreten. Oh, Junge! Kazuya Lightning Uppercut! Hier, ihr sollt nicht nerven. Diebischer Hund. Warte mal ab, ich schlag dir ins Gesicht. Na? Wird hier mit Martial Arts, wird. Ja, beim Stehlen erwischt worden, ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Come on, jetzt lass dich doch beklauen. Warum darf ich nicht? Dann hebe ich dich halt auf und bestehe dich dann. So. Nervt nicht. Das ist nicht euer Business hier, das ist mein Business. Ganz wichtig. Die sollen uns hier nicht in die Quere kommen. Okay. Wie sieht's jetzt aus? Okay, das macht einen Unterschied, aber ist immer noch ein bisschen langsam, ne? Oh nein. Oh nein. Was wird da gesnackt? Ja, so muss es nämlich sein. Oh nein, wirst du bei lebendigem Leibe tot gesnackt? Alter, wurden dem die Beine abgesnackt. Uiuiui, und die Arme. Der wurde anders weggesnackt, ne? So, was wurde hier jetzt noch gekillt? Haben wir ein paar Plünderer. Ja, perfekt. Ja, genau, mach die mal ordentlich kaputt hier. Ja, ja, genau, die können dann auch mitgenommen werden und irgendwo angebunden. Das ist alles gut, das ist alles gut. Die sollen hier einfach nur nicht unseren Grind kaputt machen. This is all we want, ne? Kampfkunst 20, Leute. Let's go, let's freaking go. Na, es wird, Leute, das wird. Okay, wann kommt die nächste Juicy Group vorbeigerannt? Das ist die wichtige Frage, ne?
Wo Juicy Groups. Brauchen richtig fruchtige, pralle Gruppen. Oh, da kommt eine angerannt. Und da werden wir so reingehen. Yay! Na, gurgle! Ja, gurgle, gurgle. Ich hab Bock, Leute. Ich hab Bock zu gurgeln mit euch. Na, alle angreifen. Whisperwind, zeig uns, wie es läuft. Oh! Oh? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh? 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 Mhm. Was war das für ein Move? Ich hab's nicht gut gesehen. Dem wurde anders die Brust kaputt gekickt. Ja. Whisper, stell dich nicht an, das wird gut. Ah, wir haben die Dark Body Wraps an. Wir ziehen auf jeden Fall wieder, ne? Ihn hier an, ganz klar. Easy. Okay. Perfekt. So, und jetzt zeig mal ein paar Hits hier, Whisper, ne? Wann geht's los? Ist immer die Frage, wann geht's los? Wann geht los? Ich lieb, dass ich immer erstmal die Kleinen prügeln, bevor die Großen Bock haben. Oh, der hat anders kassiert. Seinem Kopf geht's gar nicht mehr gut. Ah, das ist doch ideal hier. Das ist so perfekt für uns, um zu trainieren. Ja, genau. Na, ausweichen darf hier und da auch noch ein bisschen mitgenommen werden. Ist gar keine Frage. Ein paar Hiebe muss es da regnen. Ich freue mich schon so auf die ersten Kicks, Leute. Also, na, die ersten richtigen Kicks. Nicht diesen Low-Kicks, sondern so richtige Kicks, die anders flattern werden. Da bin ich so ready für. Oh, der hat auch anders den Kopf gekriegt, ne? Hier mit unserem Wristblade. Das tut dann natürlich weh, ist klar. Wie geht's uns? Alles cool. Alles cool. Oh ja, wichtig. Oh ja, sehr wichtig. Oh goodness, jetzt habe ich ihn wieder nicht gescheit gesehen, goddammit. Komm, Whisper, zeig mal hier so diese Kinnhaken. Was ist das? Was ist das für ein Move? Also mit dem Ellbogen. So. Ah, okay, man sieht jetzt meinen Ellbogen nicht. Well, aber ihr wisst, wie ich meine, oder? So, die Fäuste ineinander verschränkt. Und dann so mit dem Ellbogen rein, Alter. Und dieser Uppercut ist schon auch richtig sick. Es sind coole Moves dabei, Leute. Es wird zunehmend cooler hier, ne? Er hat auch anders Bock, ne? Er scheint hier ein ganz wilder zu sein. Kampfkunst 25, ja, mit dem ist nicht easy Kirschen essen hier, ne? Die anderen alle so bei 14 oder 10. Er mit seiner 25, der wird wahrscheinlich anders reintreten. Oh. Schön halt auch immer, dass man hier mit den einzelnen Hits so viele trifft, ne? Das gibt halt immer richtig Prozente. Also ein einzelner Hit ist dann immer so eine andere Sache. Hier, guck mal, wenn wir so richtig reinsmacken, in so eine ganze Gruppe rein. Ja, da geht schon was. Genau, do it. Jetzt hier so ein Facepalm rein. Also richtig so ein Straight Palm in den ihre Gesichter. Direkt so 5 Stück auf einmal treffen. Und so 10% rausholen oder so. Oder mehr. Na, wir brauchen schon noch unsere Zeit. Kampfgeschwindigkeit ist einfach noch, ne, zu wenig. Wir weichen super aus, das ist nicht das Problem. Oh, aber es gibt echt gut Prozente. Uiuiui, ui, ui, ja, das gibt super gut Prozente. Aber es sind noch zu selten Hits, ne, das ist noch das Problem. Ich geh mal hier so rüber, dass wir Kampfkunst noch sehen, aber wieder auf Whisper sind. Oh, starker Uppercut. Richtig schöner Kinnhaken hier, ne. Gurgle! Leute, ich hab doch da so Bock drauf. Ziehen da so durch, ey. Mal hier ein bisschen Pacey. Ja, oder? Ist die Frage, wie lange es noch braucht, bis wir mit so einer Gruppe fertig werden? Na, jetzt schon immer noch ein bisschen knapp. Gerade sobald sich eben die ganzen Größeren einmischen, weil die echt nochmal sehr viel mehr können. Keine Frage. Das sind so die paar Punkte, die es halt hier und da reißen, ne? Uiuiui. Aber na, das gibt so Boost hier, wenn wir da ab und zu Hits landen, ist ideal.
Genau darauf hatten wir es ja abgesehen. Stark. Na, und jetzt sind wir bald bauchdown, wie es aussieht. Mhm, ja, das ist halt unser Problem, ne? Der Bauch ist das Problem. Na, wir werden hier früher oder später durchgrinden, als gäbe es gar nichts. Oh, der war nochmal wichtig. Ja, stark. Komm, 25 holen wir hier noch. 24 holen wir hier noch raus, oder? Bevor wir down gehen. Hä? Gurgle! Ah, wir holen keine 24 mehr raus. So, jetzt werden wir mitgegurgelt. Ist ganz klar. Wie uns so ein kleiner Junge mitnimmt. Ich lieb doch alles daran. So, und wohin trägst du uns jetzt? Weil, wenn der uns jetzt hier über die halbe Map trägt, dann sollten wir in Zukunft verhindern, down zu gehen, oder? Ich meine, der hat jetzt ja schon irgendwie eine andere Mission. Bis der uns irgendwo hingebracht hat, sind wir schon wieder voll geheilt hier, ne? Und uns gehen halt permanent irgendwelche Gruppen durch den Lappen gewissermaßen, durch die Lappen. Das ist natürlich Quatsch, okay? Wir sollten in Zukunft auf jeden Fall rechtzeitig unser Heil in eiliger Flucht suchen. Und dann läuft die Geschichte nochmal eine ganze, ganze Ecke besser. Aber, na, Martial Arts jetzt direkt mal auf 23 geblastet, das geht schon gut ab. Steht's ums Geschick, 65... This is how we do. Na, this is how we do. Angriffsgeschwindigkeit jetzt 1,01. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin, Leute. Da geht noch so viel. Wir werden hier noch so viel rausholen. Ich sag's euch, wie es ist. Das wird komplett gestört werden. Aber das sollten wir echt verhindern. Ja, ich meine, trägt uns jetzt hier halt durch die halbe Weltgeschichte irgendwie. Und man kann sich halt aus seinem Griff nicht lösen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, man könnte es hier mit dem Arm einfach schnell in seinen Nacken reinstechen, dann ist fertig mit Gurgly hier, ne? Aber geht halt nicht. Ah, auf dem Kopf haben die 120. Ich habe mich vorher schon gewundert, weil der einen fatalen Hit über 100 bekommen hat, aber nicht down war irgendwie. Und dann läuft er auch noch so dumm hier im Kreis rum. Wisst ihr, wie ich meine? Also, das ist okay. Wir sollten definitiv immer rechtzeitig wegrennen. Sonst, der trägt uns jetzt noch durch die halbe Weltgeschichte, oder? Oh Mann, ich wünschte, ich hätte das früher gewusst. Ich dachte, die binden uns jetzt halt direkt da drüben an dem Pfahl an, ne? Nehmen da einfach irgendwie den nächstmöglichen gewissermaßen, aber es scheint definitiv nicht der Fall zu sein. Der kommt halt hier mit seinen spärlichen 5 mph auch quasi gar nicht vom Fleck. Ja, das ist natürlich ein bisschen ass. Ich meine, bis der durch ist, ne? Ist hier 2025. Wo gehst du denn hin? Ja, wir können halt auch nichts tun, gell? Ja, hier, bind uns doch da an den Pfahl. Das ist doch eine geile Idee. Ja, da ist ein Pfahl. Geh bitte da hin und bind uns da an. Ja? 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 Ja. So, und jetzt essen die an mir, oder? Okay, das heißt, wir knacken da jetzt das Schloss oder benutzen unsere Stärke. Ich bin dafür nicht stark genug. Wow, okay. Dann müssen wir natürlich irgendwie anders gucken. Alter, der mampft einfach an uns. Ich glaub's ja nicht. Der Schmerz. Ja, darf ich... Ah, ich muss fliehen drücken, oder? Ja, easy. Okay. Ja, well, wir werden zumindest nicht mehr bei lebendigem Leibe gefressen und hauen hier nochmal ein bisschen rein, ha? Huh? Ja, also... Ich find's witzig, dass jetzt der Bauch unser Problem ist, ne? Ist schon cool. Heilen wir jetzt eigentlich schneller, als die uns prügeln? Was passiert, wenn ich mich da jetzt reinlegen würde? Na, nee, da heilen wir nicht gegen an, gell? Das sind zu viele Hits. Obwohl es einigermaßen geht. Na, da brauchen die auf jeden Fall ewig. So könnte man anders Zähigkeit leveln. Aber na, ist jetzt erstmal egal. Wir suchen jetzt, wie gesagt, unser Heil erstmal in eiliger Flucht. Sneaken da davon. Drehen immer weiter Leute ab. Mhm. Ja, und hier die 3 könnten wir, oder 4 sind das jetzt, glaube ich, noch. Die könnten wir auch noch schnell machen, oder? So, guck mal hier. Na, also... Easy. Die kriegen wir jetzt gerade auch noch hin, oder? Wenn sich jetzt nicht noch mehr einmischen, dann müsste das eigentlich easy klar gehen.
Und danach gehen wir uns verheilen und dann suchen wir uns direkt wieder eine fette Gruppe und gehen anders rein. Geschick halt dann auch, klar, durch die Verletzungen irgendwann so weit unten, dass halt einfach nicht mehr gescheit Hits rauskommen. Das ist immer das ewige Martial Arts Ding. Sobald du halt verletzt bist, sieht's richtig schnell richtig scheiße aus, ne? Aber wie gesagt, ich bin guter Dinge. Wenn wir das ordentlich hochziehen, dann läuft bei uns. Dann läuft bei uns, Leute. Sage ich euch, wie es ist. Wir müssen hier gucken, dass wir nicht wieder genockt werden. Also wieder ganz klar, Augenmerk auf den Bauch. Da dürfen wir uns nicht lumpen lassen. Brust ist okay. Oh. Oh, oh, oh. Ich will mal so einen Kinnhaken richtig schön in der Innen, ne, richtig schön pausieren. Was ist das für ein Move? Ah, hier wieder mit dem Ellbogen, ja. Ja, ist echt so, die Fäuste zusammen und dann mit dem Ellbogen so ins Gesicht, ne? Auch sehr wild. Auch sehr, sehr wild. Und jetzt noch so ein Kinnhaken. Oh, ja. Oh, der kommt anders zornig. Vor ihm noch so wegrollen, liebe ich. Na. Oh, shit. Oh, oh, he's spinning. Oh, den haben wir totgeschlagen. Wow. Ah, du hast direkt nochmal Bock. Na dann, wie sieht's aus? Uiuiui. Ui, ui. Ja, easy. Okay, da krabbeln auch noch einige. Die nehmen wir natürlich alle noch mit. Die Armen. Spritz. Wo spritzt ihr da hin? Was ist eure spritzende Mission? Alter, haut er nochmal zurück vom Boden aus, gell? Sieht er gar nicht ein. Uiuiui, ja, das ist natürlich auch, da leveln wir natürlich gut, ist keine Frage. Mhm. Klare Sache, rein da. Alter, die Armen. Also die so am Boden so kaputt zu schlagen, das ist schon irgendwie anders frech, gell? Ja, helfen wir dem mal noch, oder? Können wir den noch retten? 10.000 Sekunden bewusstlos. Aber dem helfen wir, oder? Dem wurde geholfen. Dem geht's gar nicht gut. Aber sein Bauch geht's gut, ne? Bauch ist okay. Bauch läuft. So, dann ab runter zu unserem Bett. Rein da, ne? Leben, leben und so. Bisschen heilen. Okay. Ja, ist echt die Frage, ob wir das machen sollten. Ich glaube, es wäre durchaus nicht schlecht für uns, wenn wir uns tatsächlich nochmal darum kümmern würden. Wo ist unser Bett hier nochmal? Ich sehe es gerade nicht. Hä? Wo ist mein Bett? Oh nee, hat das jetzt irgendjemand abgebaut oder ist das despawned, weil ich so weit weg war? Hab ich das abgebaut gehabt? Nee, oder? Ja, ohne Bett sieht's ganz schlecht aus. Ja, das ist natürlich scheiße. Hä? Wo ist mein Bett? Ich wusste gar nicht, dass die einfach verschwinden können. Hä, ich seh's halt echt nicht, gell? Das war doch hier irgendwo. Neben dem Baum. Okay, man sieht es auch super schlecht. Muss ich mir merken, hier neben diesem Bäumchen, okay. Sollten wir uns dringend merken. Kriegt man das angezeigt? Ja, nee, eben nicht, gell. Okay, ja, well. Well, well, well. Das ist ein bisschen blöd. Wir sollten uns das noch woanders hinstellen. Das mache ich nachher gleich mal. Das sollten wir eigentlich jetzt schnell machen, komm. Stellen wir uns das mal direkt hier hin, irgendwie.
Oder hier ist gut, da sieht man es gut, oder? Ja, komm, da knallen wir uns das jetzt hin. Campen, Campbed, rein da. So. Okay, na, ein bisschen im Säureregen erholen und so, was man halt so macht. Und wie steht's um unseren Martial Arts? 24, bald 25. Geschick 65, schon auf 30%. Das wird richtig geil, Leute. Das wird richtig, richtig geil. Ich sag's euch, wie es ist. Das war eine gute Idee, nochmal den Fishman Island Grind zu wagen. Die haben wir anders auseinandergenommen da drüben. Müssen bloß gucken, dass vielleicht nicht allzu viele hier sterben. Aber ich glaube, die spawnen ziemlich gut nach. Na, wie gesagt, die hatten ja überall ihre Nester und legen da Eier und so. Dann müsste das eigentlich ganz gut klar gehen. Bauch ist echt ein Problem für uns, ne? Hier halt Bauch 20%. Ja, well. Aber wenn wir halt stattdessen ihn hier equippen, dann hätten wir zwar Bauch 100. Hier ist, glaube ich, auch noch Bauch dabei, kann das sein? Ja, da wäre noch Bauch 50 dabei. Was haben wir hier bei Bauch? Bauch gar nicht dabei. Okay, dann ist das hier vielleicht noch wichtig, oder? Ja, drückt unseren Kampfkunstwert nochmal ein bisschen. Ausweichen eh, anders gedrückt dadurch. Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann hätten wir da nochmal ein bisschen Bauch mit drin. Das scheint nicht verkehrt. Hier haben wir auch nochmal 100 Bauch, hier dann nochmal 20 Bauch. Doch, doch. Und diese 50 Bauch, die könnten wirklich, die könnten den Unterschied machen für uns. Werden wir beim nächsten Combat auf jeden Fall sehen dann. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Idee. Dann ist das hier so unser Setup erstmal für Martial Arts. Ja, jetzt nicht unbedingt mit der Globe Mask, aber na, damit können wir, glaube ich, ganz gut arbeiten. Ich verstehe nicht ganz, sind die jetzt Kumpels, die Krabben und die Gurgler? Weil die Krabben greifen die Gurgler nicht immer an, aber manchmal irgendwie schon. Das ist ein bisschen komisch, oder? Das verstehe ich noch nicht ganz. Die haben jetzt hier jemanden totgesnackt. Ja, und dann ziehen die ihre Wege. Profitieren also irgendwie schon ein bisschen von den Gurglern, aber irgendwie haben die auch Ärger mit den Gurglern. Irgendwie aber auch nicht immer. Also es ist eine wilde Meile. Wir werden da bestimmt noch durchsteigen, wie hier so die Gegebenheiten des Zusammenlebens dieses Ökosystems namens Fishman Island genau laufen. Aber ich würde behaupten, wir haben halt auch Zeit, ne? Wir sollten allerdings echt gucken, und das bin ich jetzt gerade im Überlegen, sollen wir schnell nach Katun rennen und uns Baumaterial holen? Ja, oder? Kommt, wir gucken mal, ob die in Katun genug Stuff haben von dem, was wir brauchen. So, ziehen wir da mal schnell durch. Machen wir uns schnell ein bisschen schneller. Dann darf ich nachher nicht vergessen, was unser Line-Up war in Bezug auf, ne? Wisst Bescheid. Aber ich glaube, das behalte ich schon schnell im Kopf. So ist es nicht. Und dann machen wir nachher mal die Action mit der Samurai-Beinschiene. Und schauen mal, ob das dann direkt chilliger für unseren Bauch läuft. Wo willst du denn jetzt hin, um nach Katun zu kommen? Nach Katun sollst du, genau. Wäre schon cool. Ja, und dann würde ich behaupten, ist unsere Mission erstmal klar. Wir brauchen 5 Baumaterial für eine kleine Hütte. 1 Baumaterial für ein Bett. Und 4 Stoffe. Das müsste doch in Katun irgendwie zu organisieren sein, oder? Katun jetzt ja auch nicht die kleinste Stadt ist, da müsste doch irgendwie was gehen. Ribcage Town klingt auch super crazy. Markt könnten wir im Zweifelsfall auch noch schnell gucken. Na, einfach, dass die ganze Geschichte, also klar, ne, ist jetzt nochmal Zeit, die das dauert, um unser Training endlich richtig loslegen zu lassen, aber dann wahrscheinlich Zeit, die wir letzten Endes wieder reinholen werden, dadurch, dass wir uns viel schneller wieder hochheilen. Also, um das Kind beim Namen zu nennen, doppelt so schnell. Statt Recovery Rate 4 hätten wir dann Recovery Rate 8. Das macht natürlich schon direkt mal einen ordentlichen Unterschied, würde ich behaupten, oder? Also so ist es nicht. Ah, so. Dann gucken wir mal rein. Katun, habt ihr denn irgendwie hier Tools? Gemischt Warenladen, perfekt. Gucken wir erstmal bei den Tools rein. Okay, moin. Hast du Baumaterial und Stoffe? Er hat 2 Stoffe, das ist schon mal gut. Und er hat schon mal genug Baumaterial. Na, dann kommen, nehmen wir uns noch genug mit für eine Kiste. Ist doch klasse. Und jetzt bräuchten wir noch 2 Stoffe. Hier liegt noch ein Stoff. Und da liegt noch ein Stoff. Das heißt, wenn wir jetzt hier zumachen,
und dann sneaken, dann eigentlich kein Problem. Okay, nehmen wir den hier mit. Und den hier mit. Easy. Okay, cool. Perfekt, damit haben wir alles, was wir brauchen, oder? Ah, weil die gestohlen sind, lassen die sich so nicht stacken. Ist in Ordnung. Ja, perfekt. Das ging jetzt sehr viel schneller, als ich dachte. Dann bauen wir uns ein Haus am See. Das wir diesmal aber Haus auf der Insel nennen, ha? Das gute alte Isle House. Entschuldigung. Eieiei, wenn der Kaffee anders drückt, ne? Ah, genial. Boah, da bin ich jetzt gerade Fan von, muss ich ehrlich sagen. Na, dass das jetzt so schnell ging, chillig. Einfach chillig. Genau so hatte ich es mir erträumt. Jetzt nicht irgendwie noch nach hinter Evgeni rennen oder so, sondern einfach direkt das mitnehmen, was wir brauchen. Alles geil, durchziehen, reingrinden, leben. Wieder beim Fishman Island sein, bevor unser Bauch vollends verheilt ist und so. Und dann direkt richtig reinprügeln. Na? Und sobald wir mit den Martial Arts Geschichten durch sind, werden wir uns dann mal mit denen hier schlagen zum Beispiel, oder? Na, also ich würde sagen, die Gutter Gang, mit denen haben wir auf jeden Fall noch ein Hühnchen zu rupfen. Das machen wir dann auf jeden Fall. Alter, haben wir da coole Spikes. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, das ist ja super geil. Schau mal, wenn wir so rennen, sehen wir damit ja ultra cool aus, oder? Jo, doch, das gefällt mir. Na, wir schwimmen da jetzt hin. Naja, okay. Wenn's denn sein soll, schwimmen wir halt schnell darüber, ne? Alter, es ist so ein insaner Katalog, den wir hier mittlerweile stehen haben, oder? Rüstungsschmiede, wisst ihr, wir haben echt ein bisschen was gemacht. Nicht 1% hat das gebracht, ne? Also ist schon echt verrückt, wie da gar nichts mehr vorangeht. Aber der Katalog, den wir mittlerweile hier am Start haben, ist einfach gestört, oder? Also ich glaube, ich hatte selten in meiner Kenshi-Zeit einen Charakter, der insgesamt so viele Punkte verteilt hatte, wie Whisperwind jetzt. Hier, na, in diesem epischen Let's Play. Doch, also da in die Richtung ging noch nicht sonderlich viel. Komm, wir stehen hier rüber und bauen uns die Shack erstmal hier hin. Das passt dann schon, oder? Gebäude, Small Shack. Ja, ich will gerne die Struktur sehen und benutzen dürfen und so. Knallen wir uns das hier hin und vielleicht kommen dann ja ab und zu Raids, so von wegen, ja man, Gurgler kommen und wollen Beef mit dir. Wäre doch chillig, mein, wenn die dann auch noch extra zu uns kommen, wäre natürlich ideal. Wäre der absolute Idle Case, ne? Da hätten wir natürlich Bock drauf, so. Und dann hier Interior, Beds, normales Bett, rein da. Dann noch Storage, Wooden Crate, da ein Sack irgendwie, easy. Das ist jetzt erstmal wichtiger hier, perfekt. Nice. Zack, schnell vollheilen und weiter geht's. So, jetzt brauchen wir Gegners. Wo sind die Gegners? Wie wollten wir das jetzt regeln? Das hier war jetzt unser Line-Up, nicht wahr? Genau, und was bringen die? Kampfkunstbonus minus 5, das ist ja gut. Athletikeffekt ist egal. Ausweicheneffekt, Effekt auf Schleich ist alles egal. Okay, dann können wir auch die anziehen tatsächlich. Dann ist das hier jetzt unser Martial-Arts-Line-Up für hier, ne? Doch schwerer, als ich dachte, gewissermaßen. Aber wenn das funktioniert, dann ist es ja okay. So, jetzt brauchen wir eine Juicy Rattengroup. Wo rennen die rum? Wen haben wir da? Sind das Plünderer? Denn falls ja, machen wir die kaputt. Wollen nicht, dass die unsere Leute weghauen. Genau, ja. Ihr kriegt Ärger mit uns. Euch greifen wir sowas von grundlos an. Denn ich will nicht, dass ihr unsere, ne? Alter, wir haben einen neuen Kick. Habt ihr es gesehen? Euer ein wilder Kick, den wir da haben. Kriegen wir die so überhaupt kaputt? Sieht gerade Stand jetzt schlecht aus, ne? Wir landen einfach keine Hits. Ah, doch. Ja, let's go. Ja, weg mit dir. Dann direkt entwaffnen, damit die nicht nerven.
easy. Ja, ihr seid ziemlich langsam, Leute. Ah, oh, oh. Ja, genau aus dem Grund wollte ich euch beseitigen. Damit ihr mir hier nicht die Tour vermasselt. Ich will ihn angreifen, Ziel angreifen. Er muss weg erstmal. Ja, er kriegt Andershiebe, das ist gut. Okay, ja, dann ist es erstmal egal. Komm, wir greifen alle an. So, und jetzt gucken wir uns die Geschichte mal an hier, ne? Wie steckt unser Bauch das jetzt weg? Oh. Ja, komm hier, ne? Ja, auf jeden Fall eine andere Kampfgeschwindigkeit, gar keine Frage. Noch weniger Hitze als sonst, aber das kommt ja mit zunehmendem Martial Arts Skill. Bauch sieht erstmal easy aus, ne? Ist hier eher wieder das Brustgame, wie es jetzt aussieht, ne? So, wo ist jetzt der eine hier? Den haben wir kaputt gemacht. Genau, der hier ist jetzt frisch kaputt gegangen. Das heißt, der muss schnell ausgeplündert werden. Wollen nicht, dass der später wieder nervt. Okay, wilde Geschichte, die da gerade abging. Oh nee, das ist auch scheiße. Grundlos angreifen. Ach, ich check's mit den Krabben noch nicht ganz, bin ich ehrlich mit euch. Ja, Whisperwind, let's go. Ja, die Krabbe greift jetzt doch die Gurgler an irgendwie. Zumindest ein Teil von denen. Ein wilden Teil, wie ich finde. Gurgel, gurgel, gurgel. Aber die greifen sie nicht an. Oder nur ganz komisch irgendwie. Komm, wir greifen jetzt erstmal die Krabbe an. Vielleicht können wir da ja irgendwie mithelfen. Die Krabbe muss weg, damit wir unsere Leute hier behalten können zum Trainieren. Ja, das war ein wichtiger Hit. Das war der erste Hit, den die bekommen hat. Das ist nicht euer Ernst, oder? Könnt ihr da auch mal ein bisschen was machen gegen die? Genau, ja, die muss weg vom Fenster hier. Die brauchen wir nicht. Die ruiniert unser Training. Unser Training! Unser Training wird ruiniert, Leute. Versteht ihr das denn nicht? Na? Okay, Bauch hat wieder die Führung übernommen, in wie schlecht es uns so geht, ne? Aber die Krabbe muss trotzdem weg. Leute, die Krabbe! Ich bin gerade nicht euer... Also ich will danach euer Feind sein, aber nicht jetzt. Wir müssen jetzt erstmal die Krabbe regeln. Was? Wie schnell ging das denn jetzt? Gar nicht drauf geachtet. Stellt sich tot. Ist okay. Steh mal wieder auf. Kannst mich nicht besiegen. Ich bin nämlich unbesiegbar und so, ne? Unbesiegbar. Ja, ja. Die ist schon nicht schlecht hier, gell? Die ist halt auch ausgewachsen und so. Naja. Okay. Die sieht es jetzt nicht ein, dass wir hier wieder aufstehen. Aber wir hauen die doch noch kaputt früher oder später, oder? Ja, Bauch 11 und 10. Alter, da hat die uns ja gerade anders auf den Bauch geschlagen. Crazy, ja. Dann sollten wir uns vielleicht doch erstmal nochmal zurückziehen. Wie sieht's aus? Kampfkunst 27, Geschick bald auf 66. Es geht voran, Leute. Supergeil. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass die Plünderer nicht nerven. Jetzt sind da schon wieder welche. Ihr nervt. Ihr sollt hier weg. Die spawnen hier, glaub ich, auch permanent nach, wie es aussieht, ne? Mhm. Uiuiui. Nein. Nein. Oh, nee. Ja, genau. Geh genau nach da drüben. Und bind mich da an den Pfahl. Bauch minus 42. Da müssen wir jetzt auch allmählich chillen. Wollen ja auf keinen Fall ins Erholungskoma. Das heißt, jetzt sollten wir echt einfach fliehen. Hehehe, Arschköpfe. Kommt schon, esst mich. Ah, weiß ich nicht. Whisperwind ist jetzt nicht so nötig, dass die uns essen. So, dann fliehen wir hier mal. Und jetzt hauen wir ab. Whisper, wir hauen ab. Wir hauen ab. So, dann Speed-Equipment anziehen. Obwohl, ich glaube, das passt eigentlich so, oder? Naja, komm. Speedo-Equipment, Arimasen. So, easy. Und ab zu unserem Außenposten. Okay, wenn du einzeln auf die Schnauze willst.
Na, nicht mit uns. Stellt sich tot. Ja, dann ist ja easy. Stellt sich tot, ist okay. So, und jetzt können wir direkt mal checken, wie unsere Recovery Rate jetzt reinkickt. Ich hoffe, eine ganze Ecke stärker. So, hier, guck mal, wie sieht's aus. Ja, das wird sich früher oder später bezahlt machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir müssten noch irgendwie eine Option finden, wie wir dafür sorgen können, dass sich da einfach niemand einmischt. Die bekackten Plünderer und die dummen Krabben nerven permanent. Was kommt ihr denn jetzt hier angewackelt? Ihr wollt jetzt aber nicht in mein Haus rein chillen, oder wie? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Okay, okay. Okay. War wichtig, ne? Die haben da ihren Geruch dran gemacht an die Kanten und so ihr Revier markiert, ist ganz klar. Weiß nicht, riechen Krabben? Können Krabben riechen? I don't know. Weiß ich nicht. Kann ich, ne? Habe ich leider keine Ahnung. Sehr schade eigentlich. Aber es interessiert mich jetzt gerade mega. Komm, ich google das jetzt schnell. Können Krabben, haben die ein Geruchsorgan? Irgendwie können die sinneswahrnehmungstechnisch so ein bisschen riechen und so. Krabben. Geruchssinn. Haben die da was oder wie sieht's aus? Fühlen Krabben Schmerzen, Bro. Was ist mit euch? Geruchswahrnehmung bei Insekten. Riesenkrabben, die lieber in Baumhöhle lebt. Biochemische Warnsignale. Urinspur verrät jagenden Krabben. Okay, in dem Fall nehmen die ja irgendwie was wahr. Sinne riechen, Sinne Natur, Planet wissen. Ja, Alter, ich will wissen, was die riechen. Ich will wissen, was die riechen können. Riechen. Riechen kann man trainieren. Partnerwahl, Babys verlassen sich auf ihre Nase. Junge, ich will wissen, was Krabben riechen. Nicht, was Menschen riechen. Ist mir doch Wayne, was die riechen. Geschmackssinn, schnelle Erklärung und Übung, Biologie, Strandkrabbe, Steckbrief, Verbreitung, Feinde, Pro7. Ja, ist bestimmt eine sicher geile Quelle hier. Pfiffigwohnen.de? Wie lange halten sich frische Krabben im Kühlschrank? Hä? Bruder, also wenn man Krabbengeruchssinn eingibt, ist ganz schwierig irgendwie. Muss ich nachher mal anders investigativ reingehen, ha? Mit ein paar Schlagwörtern und so. Ich will doch nur wissen, ob die riechen können. Oder wie genau die sich zurechtfinden in solchen Geschichten, sage ich jetzt mal. Nerven da jetzt schon wieder Plünderer? Alter, ich hasse euch so sehr. Hier. Ziel grundlos angreifen. Nerviger Rattenplünderer. Ihr habt hier nichts verloren. Ja, genau, die sind kaputt, aber ich will die noch ausnehmen hier. Ich will nicht, dass die hier jetzt in Zukunft wieder Scheiß machen. So, dein Knüppel kommt weg. Na, das kommt weg. Und deine Nahrung, die nehme ich. So, dann ziehen wir uns wieder unser Martial Arts Laser Equipment an. Na, und lasern da mal ordentlich rein hier, ist ja klar. So, hier, zeigt mal her. Wie sieht's aus? Habt ihr Bock, Leute? Na, mal direkt mal was gesnackt. Kann bestimmt nicht schaden. Uiuiui. Wird immer besser, oder? Wir kriegen immer weniger Hits und verteilen immer mehr. Man sieht's jetzt schon. Man sieht es doch jetzt schon, Leute. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Ich warte immer noch auf die ersten coolen, also richtig coolen Kicks. Vorher habe ich einmal einen gesehen, der wurde aber seitdem nie wieder gemacht, sonst würde ich den auf jeden Fall mal pausieren, dass wir uns den richtig schön reinziehen und analysieren können. Na, aber es bietet sich leider gerade nie die Möglichkeit dazu. Oh, der Double Strike. Super stark, auf den habe ich auch schon wieder anders Bock. Mhm. Straight Palm, auch super geil. Da schon direkt die nächste Gang auch wieder, das ist perfekt. Wir sind schon Pro-Gurgler, ne, ist so, weil wir die halt benötigen. Deswegen sind wir natürlich Kontra-Plünderer und Kontra-angriffslustige Krabben. Oh, was war das denn für ein Kick? Den hätte ich gerne gesehen. Okay, wir kriegen den irgendwann noch drauf, Leute. Machen wir ein bisschen hier Slow-Mo.
Wo ist dieser richtig geile Kick? Das ist ein Ausweichmove. Ausweichmove. Genau, mehr Gurgler kommen. Perfekt. Schlagen uns diesmal echt gut. Ist auf jeden Fall tankier mit der Armschiene. Alter, der hat einen anderen Kick bekommen. Der Kick ist ja super cool. Aber ich habe ihn immer noch nicht geil auf die Cam bekommen. Nächstes Mal kriege ich ihn, ich sag's euch. Jetzt weiß ich, wie er startet. Dann weiß ich auch, wo ich pausieren muss. Aha. Ja, ja. Nee, nee, nicht mit mir. Wo ist der Kick? Wie steht's um dem seine AOE-Beschaffenheit? Ich will alles darüber wissen. Wie hart lüncht der rein? Wie viel Damage macht der? Wo, ne? Wohin führt der uns? Wie genau sieht der aus? Was ist seine Mission? Unter welchen Conditions machen wir den? Alter, diese Ausweichmoves sind so cool. Also diese Pirouette auf der Stelle. Oh, Sprungkick ist jetzt auch unlocked, wie es aussieht, ne? Den habe ich ja auch schon immer anders geliebt. Sag ich euch, wie es ist. Oh, Alter, richtig aufgespießt. Richtig den Brustkorb durchschlagen. Komplett zertrümmert, Alter. Junge, Junge. Die werden hier mittlerweile richtig verwüstet. Oh. Natürlich auch noch besser drauf, glaubt mir. Wenn er so richtig sich an dem Gesicht von so einem Scrawny Gurgler entlädt. Aber wo ist der andere Kick? Hoffentlich ist das kein Move, der ersetzt wird. Ich glaube, der einzige Move, der ersetzt wird, ist eigentlich der Weak Punch, oder? Den es dann nicht mehr gibt. Mhm. Ja, ja, guck mal. Wir kicken da anders durch. Warum macht sie jetzt den Kick so oft? Er geht auch recht schnell von der Hand, ne? Ist schon cool. So ein Sprungkick. Alter, warum ist das nur so scheiße cool? Ja. Ja, ja. Ja. Ich hoffe, wir brauchen nicht allzu bald stärkere Gegner, um weiter bei Martial Arts zu proceeden. Ich hoffe, die reichen hier ziemlich lang, die Gurgler. Naja, nicht, dass wir merken, so, dass ab 30 oder 40 gar nichts mehr geht. Das wäre schade. Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui. Ja, ja, genau. Da gibt's Tritte und Hiebe. Ja, komm, hier so ein paar kleine Scrawnies. Das ist uns doch egal. Schlagen wir ja anders dumm und dämlich, oder? Whisper, wie ist es da? So ein Sprungkick oder so ein anderer Kick? Ich glaube, da muss man wieder mehr gekickt werden. Ja. Jetzt kriegen wir gerade aber ganz schön viele auf den Deckel und verteilen wenig. Oh, sagte er und dann zack, direkt drei Leute rausgenommen. Oh. Junge, was sind da für Moves dabei? Ist ja anders cool. Was war das denn für ein Kick? Uiuiui, ui, ui, Leute, uiuiui. Ui, ui. Oh, warum ist Modden sowas toll? Weißt du, wisst ihr, sowas, da bin ich richtig dabei. Auf sowas habe ich doch Bock. Neue, geile Moves mit verschiedenen Waffen. Die sehen alle so sick aus, ne? Machen nicht mehr oder weniger Damage als andere Sachen und sind einfach cool. So, darauf habe ich doch Bock. Da sehe ich uns. Oh, Junge, ne? Direkt wieder jemand aus dem Leben gekickt. Aber dieser andere, ich reiß mein Bein so weit hoch wie noch nie und kick dann nach unten. Oh! Na, der ist schon komplett zornig. Der kommt echt anders zornig. Okay, komm, pacen wir hier nochmal ein bisschen durch. Packen wir die? Ich glaube gerade so nicht, oder? Noch nicht ganz. Ja, jetzt sind halt vor allem Große wieder am Start. Dann, wenn wir nicht mehr so gut sind. Oh, da war wieder der coole Kick. Sprungkick. Andere Kicks. Wilde Kicks. Verrückte Kicks. Haben wir alles im Petto. Ist alles da, Leute. Bei Bauch 10 gehen wir. Schwierig, auf den Bauch zu achten und darauf zu achten, wie cool wir sind. Bauch 10, wir gehen. Okay, ja, es geht dann immer auf einmal relativ flutsch, ne? Aber dann macht's Flutschzuck, Bauch am Ass und so. Da ist der Bauch auf einmal mitten am Ass, ne?
Okay, den einen hier machen wir auf jeden Fall noch. Mit unserem Rucksack. Komm, Wesper. Uiuiui. Ui. Und jetzt noch so einen coolen Kick hinterher. Cooler Kick. Ein cooler Kick. Yeah, der war doch cool. Und jetzt noch so einen anderen Kick. Der neu ist, den will ich noch sehen. Sie dreht sich halt auch so unglaublich viel, ne? Mhm. Come on, Wesper. Zeig uns die Kicks. Uiuiui, mit so einer... Oh, Alter, so ein Facepalm, so ein Handkantenschlag. Sag mal da, so ein Handpalm-Strike. Mann, das ist cool. Okay, jetzt kommen wieder alle. Was machen wir hier? Ah, rollen. Ich dachte gerade schon. Neuer Move? Nee, alles gut. Der gehört so. Okay, dann weiter wegrennen hier. Speedo Equipment on the fly anziehen. Und erstmal wieder healen gehen. So, na. Mhm. Genau. Und den Rucksack wechseln und abhauen. Was? Schon wieder war das eine Dreiviertel. Woher kommt das immer bei Kenshi? Warum geht das immer so schnell mit diesen Dreiviertelstunden? Vielleicht muss ich hier... Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nee, nicht reinhauen. Whisper, nicht reinhauen. Wir wollen abhauen. Ja, die lassen uns aber nicht, ne? Dann müssen wir wohl reinhauen. Sollen wir mal mit dem Equipment ein bisschen gucken, wie es ist? Ist ein wilder Kick. Ist einfach ein wilder Kick, dieser neue Kick. Er gefällt mir. Er gefällt mir viel zu gut. Bauch ist wie immer das Problem, ne? Sonst könnten wir hier für immer drin bleiben. So viel mehr Schaden kriegen wir halt gar nicht von ihnen, ne? Wenn wir jetzt hier nicht unser Ratten-Equipment anhaben. Vielleicht müssen wir nachher schon das erste Mal einfach mit unserem leichten Equipment reingehen. Ui. Da werden die schon auch anders aus dem Leben genommen. So ist nicht mehr. Wir kriegen hier Bauch trotzdem 1, ne? Das ist okay. Gegen den ihre Milchköpfe, da haben die ziemlich viel, ne, HP drauf. Oh. Jetzt sind wir gleich down. Könnt nochmal versuchen zu rennen. Ne, wir dürfen nicht sneaken. Mm-mm. Die entkommen so leider einfach nicht, gell. Müssten die schon irgendwo reinlocken können oder so gerade. Aber jetzt haben wir das eine Mal das Glück, dass hier niemand am Start ist. Und dann beschwere ich mich drüber, ne? Ist natürlich auch nicht die feine Art hier. Könnten uns auch einfach mit unserer vollen Rüstung ins Bett legen und die auf uns einprügeln lassen und wahrscheinlich dagegen anheilen. Das könnten wir jetzt mal noch testen. Wenn das klappt, dann haben wir hier die beste Möglichkeit gefunden, geisteskrank zu leveln. Dann läuft wirklich alles bei uns. So. Volle Rüstung, ab in die heimische Heimat, ne? Dann mal ins Bett legen und gucken, ob die uns da irgendwie stressig werden. So, was machen die da jetzt mit meiner Brust? Geht die Brust hoch oder runter? Der Bauch meine ich natürlich. Brust geht runter. Okay, das bringt uns also nichts. Schade, es wäre auch zu schön gewesen, ne? Das wäre auch zu schön gewesen. Okay, dann. Ja, dann müssen wir das jetzt über uns ergehen lassen. Wir können hier nicht mehr gewinnen gegen die. Klar, okay, drin kriegt man natürlich auch noch einen Martial Arts Bonus. Das ist ja klar. Ah, die nehmen uns jetzt hier aber gar nicht mit. Das ist ja klasse. Ja, easy. Warum nehmen die uns nicht mit? Aus Gründen, denke ich mal, oder? Ist, wie es ist.
Haben auf jeden Fall wieder einige überlebt, das ist klasse. Und wie viel haben wir gelevelt? Martial Arts 32, Geschick fast 67, Leute. Läuft, oder? Es läuft. Und wie wir hier Martial Arts auf 50 ziehen, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Wir regeln das. Das wird geil. Tag 227. Viertel vor 7 des Abends. Ne? Geldmittel 140.000. Letztes Stückchen Fleisch gerade gegessen. Das heißt, Essen wäre jetzt auch bald mal wieder wichtig. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Lasst Liebe da. Stay hydrated. Stay catchy. Euer P. Der jetzt doch noch verschleppt wird. Ade. Alter, nicht im Ernst, oder? Woher kommt der eine Dude jetzt? Naja, wie dem auch sei, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, dann regeln wir das.